Wir erleben oft irgendwie, dass Assoziationen bei Social Media schlechte Kommentare sind, Kommentare, die Angst schüren, die die Kommunikation vergiften. Und das gucken wir uns mit unserem Projekt Netzteufel so ein bisschen an. Ich glaube, dass wir für diesen sozial gestalteten Raum einen besonderen Beitrag dazu leisten können. Und dazu müssen wir wissen, was sind eigentlich die Angstbilder, aber uns auch dann im zweiten Schritt davon freimachen. Und Social Media nicht nur zu einem interaktiven, sondern auch zu einem sozialen Netzwerk machen, wo die christlichen Bilder der Hoffnung neu konkret spürbar werden. Es gibt viele Beiträge in Social Media, die Menschen verachten aufgrund ihrer sexuellen Lebensweise, weil sie gleichgeschlechtlich leben und lieben und Menschen das unvereinbar halten mit ihren Glauben. Und es bleibt aber nicht dabei, dass es irgendwie ihre Glaubensaussage ist, sondern die Lebensgrundlage dieser Person wird darin verachtet. Wir finden es wichtig, auch zu gucken, wenn wir alle Menschen geschaffen von Gott sind in unserer Vielfalt und unserer Unterschiedlichkeit, was ist irgendwie der christliche Beitrag dazu, dass wir alle würdevoll in unseren Unterschieden miteinander leben können und dass es auch okay ist, aus dem eigenen Glauben heraus gewisse Einstellungen nicht zu teilen, aber wie ein würdevoller Umgang in Social Media miteinander stattfindet, dass wir hoffnungsvolle Bilder der sexuellen Selbstentfaltung und der Lebensführung und der Fähigkeit, die Unterschiedlichkeit auszuhalten, prägen können.